Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz unseres SC Paderborn 07 in diesem Jahr. Das Jahr ist gerade 6 Tage alt, beziehungsweise wir befinden uns am 6. Tag und insofern nutze ich gerne die Gelegenheit, Ihnen allen, euch allen im Namen aller Verantwortlichen des Vereins ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Selbstverständlich gelten diese guten Wünsche auch unseren Fans, Sponsoren, Anhängern und Partnern, die gegebenenfalls diese Pressekonferenz ja auch anschließend auf unseren Kanälen verfolgen werden. Sie alle wissen, ihr alle wisst, dass der überwiegende Anzahl der Pressekonferenzen, die wir durchführen, sich um unsere Meisterschaftsspiele dreht. Sowohl vor als auch nach den Spielen hier treffen wir uns hier. Heute haben wir aber ein anderes, mindestens ebenso wichtiges Thema, nämlich die Vorstellung unseres neuen Geschäftsführers Sport. Wir haben die Gelegenheit am Montag bereits genutzt, um Benjamin Weber vorzustellen in einer kurzen Pressemitteilung. Über seine Stationen in Mainz, Dortmund, Paris und London kann er sicher selbst am besten etwas sagen. Wir haben uns den Ablauf hierzu vorgestellt. Unser Präsident Thomas Sagel, der auch zu uns gekommen ist, herzlich willkommen Thomas in dieser Runde, wird ein kurzes Einführungsstatement geben. Anschließend wird Benjamin seine Pläne und Ziele vorstellen und selbstverständlich anschließend auch beide für Fragen aus Ihrer, eurer Runde zur Verfügung stehen. Thomas, dann würde ich sagen, du darfst starten, bitteschön. Ja, Matthias, vielen Dank. Auch von mir aus erstmal ein Hallo und noch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut hineingekommen und die Wünsche, die Sie sich ausgemalt haben, hoffe ich, dass die auch in Erfüllung gehen, so genauso wie unsere auch. Wir freuen uns natürlich, mit Benjamin Weber einen ausgewiesenen Fachmann in unseren Reihen begrüßen zu können. Nicht nur wegen seiner sportlichen Expertise, vor allen Dingen auch wegen seiner menschlichen Art und Weise, was uns innerhalb des Ausschusses sehr begeistert hat. Und somit sind wir überglücklich, dass wir ihn überzeugen konnten, zu uns nach Paderborn zu kommen. Ich hatte das in den vergangenen Interviews ja hier und dort schon mal gesagt, Paderborn muss man wollen. Die anderen Großstädte, die kann man, aber Paderborn muss man wollen. Und mit seinem sportlichen Konzept, was er uns vorgestellt hat, wie er uns verbessern will, sicherlich gemäß unserer ostwestfälischen Tugend klein und fein. Und daher sind wir, möchte ich dich, lieber Benjamin Weber, nochmal recht herzlich hier an dieser Stelle begrüßen und dich in unseren Reihen willkommen heißen. Vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich aber doch noch einmal Danke sagen an unseren vergangenen Geschäftsführer, Herrn Wohlgemuth, als auch an Robin Trost, die in dieser doch sportgeschäftsführungslosen Zeit einmal Strukturen hinterlassen haben, wie man gesehen hat, dass wir auch diese Zeit gut überstanden haben und auch die ein oder anderen Vertragsverlängerungen durchgeführt haben. Somit kann man sehr gut sehen, dass unsere Struktur lebt, dass sie funktioniert und dass der SC Paderborn auch gut aufgestellt ist. Ein Dank auch an Robin, Robin Trost, wie er sich nahtlos eingefügt hat, die interimsweise die Aufgabe zu übernehmen, bis wir unseren neuen Sportgeschäftsführer präsentieren konnten. Für uns war wichtig, dass wir trotz einer doch sehr intensiven Vorbereitung mit doch einigen Kandidaten, wir waren wirklich erschlagen von den Kontakten und von den Bewerbungen, die wir bekommen haben, die wir teilweise natürlich auch selbst gesourced haben. Und daran sieht man auch, welchen Wert der SC Paderborn mittlerweile im deutschen
Bundesliga respektive zweiten Liga innehat. Da waren wir wirklich von erschlagen. Aber am Ende kann es nur einer machen. Und ich glaube, wir haben eine ganz hervorragende Wahl getroffen mit Herrn Weber. Aber da kann er gleich selbst ein bisschen zu sagen. Und das wäre es erst eigentlich mal von mir. Ja, Thomas, ganz herzlichen Dank. Nicht vergessen möchte ich auch unseren Vizepräsidenten Ralf Wezorke in unseren Runden zu begrüßen. Er hat sich zurückhaltenderweise gleich in die letzte Reihe gesetzt, aber du entgehst mir nicht, Ralf. Also auch dir natürlich ein gutes neues Jahr und schön, dass du da bist. Ja, Benni, jetzt kommt deine erste Minute, deine erste Stunde hier in unseren Reihen. Herzlich willkommen beim SC Paderborn 07 und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und lauschen gerne deinem ersten Statement. Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für die Einleitung. Der erste Dank geht natürlich Herr Sagel und dem ganzen Sportausschuss, die mir das Vertrauen gegeben haben, diesen Job hier auszuführen. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr motiviert, freue mich riesig auf die Aufgabe. Ich fühle mich bereit dafür. Ich habe viel erleben dürfen in den letzten Jahren. Ich habe mal gerechnet, seit 16, 17 Jahren jetzt in diesem Business dabei und konnte viel Erfahrung sammeln, viel Kontakte und all das. Hat mich so weit gebracht, dass ich glaube, dass ich bereit bin, hier loszulegen. Die Gespräche waren einfach wirklich sehr gut. Ich bin ehrlich, ich hatte mit dem Anruf nicht gerechnet und musste ein paar Pläne umschmeißen. Aber ich habe es gerne gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Gespräche so gut sind, dass ich weiter da am Ball bleiben wollte und habe schnell gemerkt, dass da so Symbiose entstanden ist, weil diese Werte, die der Verein vermittelt, genau dem entspricht, was auch ich gerne vermitteln möchte. Super familiär, es ist einfach trotzdem sehr zielstrebig, wenn man die letzten Jahre gesehen hat. Es ist vor allem rechtschaffend und ehrlich. Und das passt sehr, sehr gut zu mir. Deswegen glaube ich, dass Paderborn gut zu mir passt, der SC Paderborn 07, wie ich gelernt habe. Und ich auch zum SC Paderborn 07 passe. Deswegen freue ich mich und bedanke mich nochmal, dass ich hier sein darf. Ja, Benni, vielen Dank für dein erstes Statement. Wir öffnen gerne die Fragerunde, eure Fragen. Herzlich willkommen. Frank Beinecke, Neue Westfälische, macht den Anfang. Das Mikro ist unterwegs. Bitte schön. Ja, vielleicht auch eine Frage an beide, an Herrn Sagel und Herrn Weber. Wie lief dann auch diese Kontaktanbahnung? Ich habe ja schon gehört jetzt gerade, Sie wurden vom SCP kontaktiert. Ja, wie sind Sie dann auch auf Herrn Weber gekommen? Erstmal die Frage an Herrn Sagel. Und ja, inwiefern hat das dann vielleicht auch Ihre ursprünglichen Pläne dann so ein bisschen durchkreuzt, was eigentlich Ihre Option oder Ihre erste Option vielleicht auch zu warten, dass Thomas Tuchel beispielsweise einen neuen Job hat? Oder was hat Sie jetzt letztlich auch dazu bewogen, diesen neuen Karriereschritt einzuschlagen? Ja gut, ja. Dann will ich mal die erste Frage beantworten, weil ich sie ist ja zweigeteilt. Also wir haben uns natürlich im Sportausschuss zusammengeguckt, unabhängig von den Bewerbungen oder die uns, sage ich mal, ins Haus geflattert sind, nach dem Verstand, dass Herr Wohlgemuth uns verlässt, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wer kann für uns passen. Und wir vom SC Paderborn sind ja für Projekte bekannt, ganz gleich, ob es ein Markus Grosche war oder auch jetzt ein Fabian Wohlgemuth, der zu höheren berufen wurde, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wer kann in unseren Strukturen, in unserem familiären Umfeld passen und natürlich auch uns sportlich weiterhelfen. Und da haben wir natürlich in der zweiten Reihe geguckt, die jetzt nicht unbedingt in dem Vordergrund standen. Und so sind wir auch unter anderem auch auf Herrn Weber gekommen. Wobei der FC Chelsea oder auch Paris Saint-Germain jetzt nicht die zweite Reihe ist. Insofern, er war ja relativ weit weg, sage ich jetzt mal, vom deutschen Zweitligafußball. Ja, mit der zweiten Reihe meine ich jetzt nicht die jeweiligen Vereine, sondern in den jeweiligen Positionen. Ist klar, aber gab es vielleicht dann auch jemanden, der den Herrn Weber dann auch ganz gut kannte, so aus dem engeren oder weiteren Umfeld? Wir haben Herrn Weber direkt kontaktiert. Ja, und Herr Weber, wie überrascht waren Sie dann letztlich? Und ja, warum jetzt Sportchef? Weil ich glaube, im Sommer haben Sie dann auch nochmal im Interview mit der Medienabteilung vom FC Chelsea gesagt, ich muss jetzt nicht der nächste Thomas Tuchel werden, ich muss jetzt nicht der nächste Sportdirektor werden. Jetzt sind Sie Sportchef. Wie kam's? Ja, die Fußballwelt ändert sich schnell, ne? Das stimmt. Ja klar, im Sommer sowieso nicht. Dann haben sich ja die Dinge beim FC Chelsea für mich geändert, aber es ist generell so, dass ich jetzt so lange in diesem Job war, den ich gemacht habe, ausgeübt habe und das Glück hatte, das beste Team, was ich mir vorstellen konnte, um mich herum zu haben, wo ich wachsen konnte, wo ich weiter lernen durfte.
Und dann ist natürlich die Frage, wie bei uns allen im Leben, wo geht der nächste Schritt hin, was ist die nächste Herausforderung? Und ich hatte sowas schon im Hinterkopf, ich hatte aber nie mir ein Zeitlimit gesetzt, überhaupt nicht, sondern wenn sich so eine Chance ergeben könnte, dann würde ich drüber nachdenken. Der Moment hat einfach gepasst und auch nicht nur, wann ich kontaktiert worden bin, sondern wer mich kontaktiert hat, das war absolut entscheidend. Wie gesagt, es ist ein nächster Schritt in meiner Entwicklung und ich habe so viel Erfahrung sammeln dürfen, deswegen traue ich mir das zu, diesen Schritt auch jetzt hier zu gehen. Ja, Peter Klute, Westfälisches Volksblatt. Ja, Herr Weber, auch von mir herzlich willkommen. Danke. Mussten Sie Ihren Vertrag jetzt in London noch auflösen oder war der vorher schon aufgelöst, ist die eine Frage. Und die zweite, an beide vielleicht, es gibt ja mittlerweile so viele technische Möglichkeiten, dass man zusammenkommen kann, aber es geht nichts über den persönlichen Eindruck. War der SC Paderborn nach London geflogen, waren Sie hier oder wie hat das Treffen und wie viele Treffen hat es insgesamt dann gegeben, bis man dann auch zusammenkam? Also erstmal ist es so, dass ich eine Einigung gefunden habe, dass ich natürlich hier kommen konnte. Das ist natürlich ganz wichtig gewesen. Und das Zweite ist, es gab, ich glaube, am Ende zwei persönliche Treffen, ne? Ansonsten noch Telefonate. Das war jetzt nicht irgendwie ein Treffen, hat alles gepasst. Das sind natürlich Dinge, die man dann auch noch klären muss, von Vereinsseite, aber auch von meiner Seite. Bin bis heute Morgen noch in London gewesen, habe dort gelebt, habe dort meinen Lebensmittelpunkt, dort ist noch meine Familie. Die gilt es so schnell wie möglich hier nachzuholen nach Paderborn, dass wir uns hier recht möglich schnell akklimatisieren können. Und es ist natürlich ein Entwicklungsprozess in solchen Gesprächen. Also es ist ja nicht beim ersten Gespräch, aber beim ersten Gespräch habe ich direkt gespürt, dass da irgendwo so eine, wie gesagt, eine Fügung vielleicht ist und dass man sich sehr sympathisch ist und dass das Leute sind, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte. Und ich finde, vor allem waren wir von beiden Parteien super ehrlich zueinander und das hat mich einfach nur darin bestärkt, dass man sich nochmal trifft, dass man nochmal telefoniert. Und klar, also die Weihnachtszeit beispielsweise war ich in Deutschland bei der Familie, aber ansonsten, wie gesagt, habe ich in London gelebt und bis heute Morgen um 5 Uhr war ich auch noch da. Herr Hartmann, Süddeutsche Zeitung, ja, gibst du mal weiter, Peter, dann können wir uns gerne anschließen. Bitte sehr. Hallo. Hallo. Willkommen, gutes neues Jahr und alles Gute für den neuen Job. Vielen Dank. Sie haben schon gesagt, Sie haben das ein paar Jahre gemacht, auf verschiedenen Stationen als Videoanalyst. Gab es die Überlegung, die Position mal zu verändern, vielleicht sogar mal in die erste Reihe zu rücken beim Administrativen? Gab es die schon früher? Gab es schon Angebote auch mal von anderen Vereinen? Gab es schon Kontakte? Oder ist das jetzt wirklich eine schnelle Entwicklung und das erste Mal sozusagen? Das kann eine lange Antwort werden, Achtung. Also, ich habe mir schon lange Gedanken darum gemacht, ne, was wie gesagt der nächste Schritt ist. Und mein Job, ohne jetzt despektierlich zu sein, war nicht nur Videoanalyst, sondern ich war Assistent in recht vielen großen Clubs und musste mich ja in jedem Club auch irgendwo anpassen. Also, das ging ja bei einem einen Club damit los, dass ich eine Sprache lernen musste. Beim nächsten Club musste ich eine Abteilung leiten, dann noch eine zweite Abteilung. Das sind ja Dinge, die dann einfach einem ja, so zugeteilt werden und dann nimmt man die Aufgabe an. Das heißt also, die Aufgabe wurde eigentlich von Verein zu Verein größer oder anders. Das heißt, ich musste mich immer anpassen. Das macht mir auch Spaß, neue Dinge zu lernen. Ich bin so ein sehr neugieriger Typ und deswegen hat sich die Position intern schon geändert. Aber ich bin ehrlich zu Ihnen, das muss ja nicht jeder wissen. Also ich habe schon meinen Job gemacht, den ich gemacht habe, den ich machen sollte in unserem Team. Aber ich habe mich auch in diesem Team entwickeln dürfen. Das heißt, dadurch wurde auch die Idee reif, dass da vielleicht mehr geht als nur dieser Job. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich habe ihn sehr, sehr gerne gemacht und bin zum Glück bis ans höchste Level gekommen. Ich finde es halt wichtig im Leben, sich neue Ziele zu setzen und da motiviert zu bleiben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich über die Jahre jetzt so viel Kontakte und Wissen gesammelt habe, dass es das einfach wert ist, mit Leuten zu teilen, weil ich weiß, dass dieses Wissen und diese Erfahrungen wertvoll sind. Und wenn ich das jetzt mit SC Paderborn machen kann, dann freut es mich umso mehr, denn ich finde, der Verein, der ist schon sehr, sehr viele gute Wege gegangen. Hier ist einfach eine super Basis. Es ist ja nicht so, dass hier viel falsch gelaufen ist in letzter Zeit, also überhaupt nicht, im ganzen Gegenteil. Ich finde, genauso wie Herr Sagel gesagt hat, dass hier gute Arbeit gemacht worden ist und deswegen ist hier eine gute Basis auch gegeben. Und deswegen traue ich mir total zu, auch hier Akzente zu setzen.
Und wenn ich noch eine Frage direkt hinterher schieben darf, weil es auch um dieses Thema geht. Also Sie sagen, Sie haben viele Aspekte auch des Jobs kennengelernt. Das stelle ich mir auch so vor, gerade wenn man bei so großen, namhaften Clubs arbeitet. Trotzdem, mit was für Erwartungen, aber auch mit welchem Respekt gehen Sie jetzt an diese Aufgabe, erstmals ganz allein verantwortlich zu sein für diesen administrativen Bereich in einem Verein? Also erstmal vielleicht zum letzten, allein verantwortlich. Ich bin schon immer Teamplayer gewesen, auch wenn ich aus einem Einzelsport komme, aber ich bin immer doch dem Mannschaftssport irgendwie lieber Teil gewesen. Deswegen, ich sehe mich natürlich in der Verantwortung, das ist auch die große Herausforderung, aber ich habe ja ein Team und auch da hatte ich jetzt in den letzten Tagen beispielsweise mit Thomas Hennings und Robin Trost guten Kontakt. Das hat mir den Übergang schon mal leichter gemacht in den ersten Tagen. Und ansonsten, klar, das ist diese Dinge, die ich jetzt bisher gemacht habe, wenn wir über neue Verpflichtungen gesprochen haben, vorher in den anderen Vereinen, wenn wir über eine Struktur in einem Verein gesprochen haben, das sind nicht andere Dinge wie die jetzt auf mich zukommen. Es sind neue Namen, es ist eine neue Liga, aber das war es vorher immer auch. Also es war, als ich nach Paris gekommen bin, kannte ich die Liga auch nicht, also nicht so gut und die Sprache schon mal gar nicht. Und glauben Sie mir, in 3 Wochen Französisch lernen, ich will mich nicht selbst loben, aber ich war selbst überrascht, dass ich es einigermaßen hinbekommen habe. In der Schule hätte ich es nicht so schnell hinbekommen wie da, weil da wusste ich, da muss ich. Also deswegen. Ja, okay, gut. Wenigstens lachen mehr, als im Internet steht jetzt hier. Ja, bitte. Tobias Fennecker, Radio Hochstift. Genau, herzlich willkommen natürlich auch von mir, Herr Weber. Ich hätte 2 Fragen. Zum einen, wie hat denn Ihre Familie reagiert, als Sie denen gesagt haben, dass der nächste Standort nach Paris und London jetzt Paderborn sein wird, wo Sie dann leben werden und Sie natürlich dann auch arbeiten werden? Und das zweite wäre dann eben die sportliche Frage, was ist denn Ihr Anspruch? Wohin soll die Reise mit dem SC Paderborn denn in naher Zukunft gehen? Also ich bin kompletter Familienmensch, insofern so eine Entscheidung würde ich niemals alleine treffen. Wenn man die Städte zuvor nennt, dann klingt es vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich jetzt nur sage Paderborn, dann klingt es genau richtig, weil wir haben uns natürlich auch irgendwie versucht, so einen Eindruck von der Stadt zu machen, von der Umgebung. Ich bin auch ehrlich mit Ihnen, es sind 2,5 Stunden zu mir nach Hause. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, denn wir waren jetzt, ich glaube, 6 Jahre im Ausland und es war eine gute Erfahrung für uns als Familie, aber wir sind sehr heimatverbunden, meine Frau als auch ich, und deswegen war das schnell klar und sie war auf jeden Fall mit ein Antrieb, diesen Schritt gemeinsam zu gehen, das zum einen. Und das andere war, um die sportlichen Ziele, korrekt? Also jetzt kurzfristig gesehen möchte ich gerne mein Wissen, mein Netzwerk, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist das Schnellste, was man ad hoc machen kann, dass man jetzt durch alle Abteilungen geht, mit allen Leuten, die im Verein sind, nicht nur Spielern, auch Angestellte generell in meinem Bereich spricht und versucht, nächste Schritte gemeinsam zu gehen, dass man hier gemeinsam wachsen kann. Ich möchte jedem Mitarbeiter und jedem Spieler das Gefühl geben, dass man hier den nächsten Schritt machen kann, dass wir dafür offen sind, dass eben die Ausbildung im Verein stattfinden kann, auf allerhöchster Ebene. Und da durfte ich viele Leute kennenlernen, da kann ich gut vermitteln, denke ich, und auch selbst immer eine Meinung dazu geben. Und wenn man jetzt mal den Kader sieht oder beziehungsweise auch die Jugend sieht, dann denke ich, dass ein nächster Schritt sein kann, dass man den Kader breiter aufstellt, dass es mehr dass der Marktwert, wenn man es mal so ausdrücken will, sich durchschnittlich auf jeden Fall verbessern kann. Aber das kann man machen, indem man nicht nur Spieler verpflichtet, Geld ausgeben kann man, ist natürlich ein Punkt, aber man kann auch genauso daran arbeiten, dass man zum Beispiel die Jugend mehr mit einbezieht. Das ist nämlich eine super Infrastruktur, wir haben hier kurze Wege und da ist der Weg recht kurz, zumindest in Metern gesehen, von der Jugend zu den Profis, und wir wollen das versuchen, auf Dauer auch da, die Verbindung war schon gut, was ich gehört habe, und trotzdem auch da zu verbessern, da ein bisschen nachzuarbeiten und dass wir eine bessere Durchlässigkeit, wie man das so schön sagt, auch hinbekommen. Das ist sehr, sehr schwer, aber ich glaube, dafür steht auch Paderborn, dass man viele Dinge aus dem eigenen Umfeld heraus schafft. Ich finde, das Schöne ist hier, ich habe das Gefühl, man muss nicht kreativ sein, sondern man darf auch kreativ sein. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Schritt. Und wenn wir alle Abteilungen besser machen, dann glaube ich, an allen kleinen Rädchen drehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann kann man auch ein bisschen noch mehr bewegen, um eine Basis zu haben und weiter erfolgreich zu arbeiten. Ja, Peter Klute, Westfälisches Volksblatt, zum Zweiten. Jetzt, Thomas Sagel hat eben auch schon Markus Kröscher angesprochen, Fabian Wohlgemuth, die waren beide sehr nah
dran, auch an der Mannschaft. Ist die Profimannschaft, die Zweitligamannschaft auch Ihre absolute Priorität oder wie sehen Sie Ihre Rolle da? Zum Beispiel haben die beiden von mir angesprochenen gerade auch auf der Bank gesessen bei den Spielen. Wie sehen Sie da also Ihre Rolle? Ich sehe mich sehr nah an der Mannschaft natürlich. Ich sehe mich sehr nah an dem Trainerteam. Ich sehe mich aber sehr nah an Angestellten. Das ist mir ganz wichtig, dass ich versuche immer ein offenes Ohr, eine offene Tür zu haben zu meinem Büro. Ich möchte sehr nahbar sein, aber nochmal für alle. Das gilt genauso aber auch zur Verbindung zur Jugend. Das sind jetzt auch die Themen, die wir die nächsten Tage haben, viele Gespräche zu führen. Dafür ist das Trainingslager ganz gut. Ich weiß nicht, ob Sie dabei sind, aber auf jeden Fall ist es schöner, bei einer Tasse Kaffee in der Sonne zu sitzen und die Gespräche zu führen. Also wir haben da Zeit und da freue ich mich drauf. Und ja, ansonsten muss ich sagen, ich sehe mich nicht auf der Bank. Ich finde, dass der Bereich vom Trainer ist und ja, da habe ich nichts verloren. Ich werde woanders Platz nehmen, aber ich werde es auf jeden Fall sehr gut verfolgen, denn ich schaue gerne Fußball und ich habe auch immer eine Meinung dazu. Da bin ich auch nicht zu scheu, die zu sagen. Ich werde auch bestimmt im Gesamten auch bei allem familiären Dasein und Zusammenarbeit, was mir ganz wichtig ist, dass man zusammen alles macht, trotzdem auch immer erlauben, auch mal Chef sein zu dürfen und zu müssen. Ja, Matthias Reichstein, Westfälisches Volksblatt. Herr Weber, was können Sie denn kurzfristig hier bewirken? Sie steigen ja mitten in der Saison jetzt ein. Was können Sie kurzfristig bewirken? Und mit Ihrer Entscheidung jetzt auch hier einzusteigen als Manager, ist damit das Thema Trainer für Sie dann auch erstmal erledigt? Nochmal bitte, Trainer. Der Trainer ist dann für Sie erstmal erledigt? Für mich persönlich? Ja. Also Sie hätten ja auch mal überlegen können, dass Sie irgendwann mal als Trainer arbeiten. Als Cheftrainer. Sie sind jetzt der Erste, der das sagt. Das finde ich, jetzt komme ich auf eine neue Idee. Nein, also, habe ich nie dran gedacht, bin ich ganz ehrlich mit Ihnen. Ich bin, Sie kennen ja meine Vita, deswegen ist es kein Geheimnis. Ich komme aus einem anderen Sport und ich persönlich traue mir eher zu, Tennis zu lehren, als auch beispielsweise Skifahren, wo ich auch eine Ausbildung habe. Wird schon mitgeschrieben, schreiben es besser nicht mit. Das ist aus einer Zeit davor. Aber nein, ich finde, dass meine Stärken, also ich habe versucht, meine Stärken natürlich irgendwie klar zu haben, auch mit meinem Umfeld zu sprechen, wo ich drin gut bin. Und ich denke, da bin ich richtig aufgehoben, wo ich jetzt bin. Aber wo ich, oder weil Sie sagen, was ich jetzt als Erstes bewirken kann, ich glaube, dass genau das ist, diese Kommunikation zu führen und versuchen, Brücken zu bauen. Und das Erste, was ich jetzt machen kann, das Erste, was Gutes, wird Herrn Sagel freuen, es kostet kein Geld. Und das Zweite ist, dass es einfach jetzt auch kurzfristig machbar ist. Vielleicht noch eine Nachfrage, Herr Weber. Ja. Für welche Werte soll denn der SCP unter Ihrer Führung stehen? Eigentlich, wie ich es am Anfang gesagt habe, ne? Ich mag, dass es familiär ist, dass man zielstrebig ist, innovativ, rechtschaffend. Ich mag die Dinge Schritt für Schritt zu machen, denn ich glaube nicht daran, dass man mit einer Hochaktion langfristig oben angreifen kann. Ich meine damit oben nicht, dass man jetzt das irgendwie bei einer Platzierung irgendwas benennt, sondern man muss sich ja die eigenen Ziele setzen. Ich will, dass man immer nach vorne schaut. Und vor allem das Gemeinsame. Ich glaube, dass zu einer Fußballmannschaft mittlerweile viel mehr gehört als nur die 11 Spieler und der Trainer bzw. der ganze Kader, sondern vor allem auch der Staff. Ich möchte, dass wir alle da zusammen an einem Strang ziehen. Ich möchte, dass alle die gleichen Werte darauf vertreten und dass wir jeden Tag, wenn wir mit dem Schlüssel ins Trainingsgelände kommen, ein Lächeln im Gesicht haben. Denn das, was ich bisher hier gesehen habe, sind sehr, sehr gute Bedingungen. Und da kann man sich nur freuen, dass man da einen Arbeitsplatz hat an dieser Stelle. Und deswegen möchte ich, dass wir das mit Freude machen, mit Lust. Aber vor allem auch mit Gier. Ja, Herrmann, bitte nochmal. Bitte, gibst du das Mikrofon nochmal einmal durch? Wir würden das gerne aufzeichnen, was Sie sagen. Es kann wertvoll sein, Herrmann. Sie haben ja sowohl mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet, als auch jetzt eben ganz lange mit Thomas Tuchel. Könnten Sie über jeden der beiden mal getrennt sagen, was er Ihnen mitgegeben hat? Zu Ihrer Ansicht über den Fußball, zu allem, was Sie über den Fußball wissen? Also zu Jürgen Klopp erstmal, das ist auf jeden Fall so, dass ich in dieser Zeit bei Mainz 05 war, aber ich war in der Scouting-Abteilung angestellt und mein Chef war Peter Krawitz, der in der Jürgen Klopp-Zeit, der heute Co-Trainer ist bei Jürgen Klopp. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, möchte ich auch gar nicht, denn es war eine super Zeit, aber noch so weit am Anfang. Ich bin noch
so beeinflusst von den Jahren danach, ab 2009. Ich habe bestimmt das Glück, dass ich damit mit Peter Krawitz und dann auch mal Jürgen Klopp kennenlernen durfte, so ungefähr, muss man es ja damals sagen, als studentische Aushilfskraft oder wie das damals war. Natürlich zwei überragende Trainer kennengelernt zu haben, aber natürlich war ich mit Thomas 2009, ich will jetzt nicht falsch liegen, 13 Jahre, ein Jahr Unterbrechung, also 12 Jahre zusammen. Ich weiß gar nicht, das müssen wir jetzt noch länger hier sitzen, ich weiß gar nicht, was ich alles an Lob ausschütten soll. Also das ist natürlich, das ganze Trainerteam ist mir sehr ans Herz gewachsen. Thomas Tuchel, Arno Michels, am Ende dann noch Scholt Löw. Es waren noch andere dabei in der Zeit, in unterschiedlichen Konstellationen, teilweise von uns oder von anderen Vereinen. Wir haben viel voneinander gelernt und ich glaube einfach, dass die Erinnerungen unheimlich wichtig sind, die wir haben. Wir haben viel zusammen gelitten, aber wir haben auch sehr viel zusammen gelacht und Erfolge gefeiert. Ich glaube, das ist wie in allen Beziehungen. Ich habe da Freunde gewonnen fürs Leben und ich muss auch sagen, ich habe es Ihnen, glaube ich, persönlich auch schon gesagt, deswegen darf ich Ihnen auch sagen, ich bin von jetzt an größter Fan von diesem Trainerteam und werde Sie überall unterstützen, wo ich nur kann, denn ich finde, es sind wunderbare Menschen und dass alle wissen, dass die irgendwie vom Fußball Ahnung haben, das wissen sie auch, aber vor allem als Mensch überzeugen sie mich seit Jahren, nicht nur mich, sondern meine Familie. Wir sind enge Freunde und freuen uns immer wieder, wenn wir uns sehen. Aber noch ein Satz für die Arbeit hier, was Sie da gelernt haben, was Sie hier hoffen, anwenden zu können? Ja, natürlich auch, muss man sagen, eine Abteilung zu führen beispielsweise, ne? Also zu leiten, zu motivieren. Fußball inhaltlich natürlich, würde ich schon sagen, das war ja auch immer mein Fachgebiet, zu analysieren, Spiele zu analysieren, Spieler zu analysieren, auch Situationen in der Kabine beispielsweise zu erkennen, wann es gut, wann es schlecht läuft, zu beobachten und trotzdem dann, wenn es nötig ist, einzugreifen. Es ist eigentlich eine sehr, sehr lange Liste, weil einfach so viel passiert ist in den Jahren, dass ich zum Glück überall mit dabei sein durfte. Und das sind so viele Erinnerungen. Und ich habe einfach, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dass ich dadurch, dass ich so viel miterlebt habe, dass ich die Situation vielleicht wiedererkenne und dann werde ich es irgendwann wieder abrufen können, aus einer Schublade rausholen und denken, ah, da war mal was. Und dann werde ich diese Erfahrung nutzen können für einen gewissen Moment. Und das gibt mir auch das Selbstvertrauen, weil ich so viele jetzt da miterleben durfte, dass ich dann auch mir das auch eben zutraue. Ich glaube, da jetzt klar zu sagen, was ich jetzt hier mache, das ist so, ist halt schwer. Das ist ein anderer Club, man muss sich immer anpassen. Und das ist vielleicht, wenn man ein Wort sagen kann, ist Anpassungsfähigkeit natürlich trotzdem ein großer Punkt, weil wir mussten auch uns immer überall anpassen und unterschiedliche Jobs annehmen. Und das ist dann hier wiederum nicht anders. Bitte, Herr Hartmann, gerne. Ich gebe es aber auch gerne weiter, aber... Sonst mache ich gerne weiter. Machen Sie es wie Adenauer, wenn ich das Wort habe, gebe ich es nicht so schnell wieder ab. Sie haben ja auch viele Titel mitgewonnen. Jetzt würde ich gerne fragen wollen, welcher der schönste war. Da wird es die Champions League sein, aber vielleicht gibt es auch einen anderen Titel oder vielleicht vergleichen Sie den mit anderen. Vielleicht gab es auch einen, der emotional größer war. Vielleicht lassen Sie uns da teilhaben, welcher besonders intensiv war. Ein besonderer Moment, vielleicht den ich nicht vom Titel sprechen darf, waren eigentlich zwei, würde ich sagen, die jetzt nichts mit dem Titel zu tun haben, aber die kann ich sagen, weil ich wurde letztens danach gefragt und dann war ich recht spontan in diesen zwei Antworten. Das war das erste Bundesligaspiel gegen Leverkusen, weil ich zum ersten Mal ein Teil von so einer Veranstaltung, hätte ich jetzt gesagt, von so einem Spiel war, mit Thomas Tuchel, und das 2-2 werde ich nie vergessen. Und das war ein erster besonderer Moment für mich im Fußball. Ich weiß, ich rede jetzt nicht vom Titel, aber das ist auf jeden Fall Fakt. Und das zweite war eigentlich mit die schönste Auszeichnung, da habe ich leider keine Urkunde für bekommen, als Christian Heidel mich gefragt hat, ob ich im Verein bleibe, obwohl ich da damals dann mit zu Dortmund gegangen bin. Und das fand ich für mich immer noch ein großes Kompliment. Und deswegen haben wir auch immer noch eine sehr gute Bindung. Und ich fand das sehr schön, dass es nicht so war, dass der Verein gesagt hat, gut, dass wir den jetzt los sind, sondern im Gegenteil, sondern ich das Gefühl hatte, dass man fast ein Stück weit traurig ist. Welchen Job hat er Ihnen geboten, damit Sie bleiben? Naja, also ich wäre in der Rolle wahrscheinlich drin geblieben. Ich weiß es gar nicht mehr genau, es ging gar nicht mehr darum. Ich glaube, müssen wir jetzt den Christian Heidel fragen, was er mir geboten hätte. Aber es war recht klar, aber ich hatte auch klar das Gefühl, dass er mich gerne behalten hätte. Und war zum ersten Mal auch das Gefühl, dass ich auch ohne Thomas Tuchel auch einen guten Job machen kann und auch von anderen eine Wertschätzung bekomme. Wenn ich über Titel spreche,
Man muss ja sagen, ich glaube, dass der Sport trotzdem den Spielern und den Trainern gehört. Ich war ja ein Teil davon. Für mich war es sehr besonders, mit Dortmund den DFB-Pokal zu gewinnen, weil ich ursprünglich aus Frankfurt bin. Das war besonders, dass es ausgerechnet gegen Frankfurt war. Und ja, klar, der Champions-League-Titel, also, das ist gar kein Geheimnis. Das war ein besonderer Moment, an Heiligabend rausgeschmissen geworden zu sein, 4 Wochen später oder wann das war, irgendwie bei Chelsea zu unterschreiben und 4 Monate später die Champions-League zu gewinnen. Also ich glaube, das könnte keiner besser im Buch schreiben. Haben Sie da auch eine Medaille bekommen wahrscheinlich schon? Oder ja. Sie, also Sie haben was Greifbares, ja. Was auch zu Hause hängt. Ja, ich heb das auch auf, ja. Ja. Das ist schön, ja. Und meine letzte Frage wäre dann tatsächlich schon, Sie waren jetzt bei ganz großen Vereinen, Dortmund, PSG, Chelsea. Bei welchem Club war es am aufregendsten? Also ich glaube, was diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mich generell zu dem werden lassen, was ich jetzt bin. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe Lieblingsmomente, aber die habe ich in allen Vereinen, wirklich. Also ich habe in allen Vereinen, ich freue mich, in alle Vereine zurückzukommen. Ich habe auch das Gefühl, und das ist auch immer mein Anspruch, dass ich willkommen bin. Ich habe zu allen Vereinen noch Kontakt, zu einzelnen Personen, und ich habe bei allen Vereinen was lernen dürfen. Ich habe wirklich nicht einen Punkt, wo ich sage, das ist der Verein, der Moment oder die Erfahrung, nee, das kann ich so nicht sagen, aber ich finde es sehr rund, muss ich sagen. Ich finde es sehr rund. Ich finde es in dieser Funktion, in der ich war, bei Chelsea mit einem Champions-League-Titel so aufzuhören, das finde ich schön, das finde ich schon fast traumatisch. Und deswegen war das jetzt auch einfach eine gute Gelegenheit, auch mich den Schritt zu wagen. So, von Düsseldorf zurück nach Paderborn. Peter Klute, bitte. Das erste Bundesligaspiel gegen Leverkusen war Dortmund oder Mainz? Nee, Mainz. Das war Mainz. Das war Mainz, ne? 2009, genau. Sie haben eben ein bisschen was aus Ihrer Vergangenheit erzählt, dass Sie eigentlich vom Tennis kommen und auch lieber sich berufen fühlen würden, Tennis zu lehren oder Skifahren. Können Sie da mal noch so ein bisschen was zu erzählen? Haben Sie überhaupt gar keinen Fußball höher gespielt? Weil man findet im Internet so viel da nicht drüber. Und wie sind Sie dann zum Fußball gekommen? Das Internet lügt nicht, ne? Also, naja, es war so, dass ich hatte mal Fußball gespielt, mein Papa hat mich da einmal mitgenommen, weil er selbst gespielt hat, aber ich war halt recht talentiert im Tennis, und man musste sich in meiner Zeit, dadurch, dass ich dieses Talent hatte, recht schnell entscheiden, in welche Richtung man geht. Und ich habe halt damals irgendwie, das war so eine Zeit, von der Schule abgeholt worden, und dann bin ich ins Auto gestiegen, 2 Stunden Tennis, später noch 1 Stunde Konditionstraining, nochmal ein bisschen Physio, ein bisschen Hausaufgaben und den nächsten Tag das gleiche Programm, da bleibt keine Zeit. Also das ging schon recht früh los auf diese Art und Weise. Deswegen ist Tennis da schon mein Sport gewesen. Aber ich habe halt mit, sage ich mal, 17, 18 auch recht schnell gemerkt, dass ich zum einen, ja, ich hatte eine Verletzung, das auch, aber das war auch trotzdem auch Talent. Wenn ich habe viele jetzt vor kurzem erst wieder getroffen, die haben deutlich mehr Talent gehabt und teilweise haben es auch geschafft. Dieser Tennistrainerjob, das war zum Beispiel, als ich Student war, trotzdem ein Job, den ich genutzt habe, wo ich eine Ausbildung habe, aber es war auf jeden Fall nicht meine Leidenschaft, sonst wäre ich nicht da gelandet, wo ich jetzt bin. Ich habe immer versucht und hatte das Glück von zu Hause, dass ich mich immer was trauen durfte, dass ich immer das machen konnte, was ich wollte, weil ich glaube, wenn ich eine Passion für was habe, dann kann ich auch gut drin sein. Und ich muss sagen, als ich nach Mainz gekommen bin, 2002 oder 2003 sowas, und das war halt gerade die Zeit, als auch der Mainzer Fußball groß geworden ist. Das war eine sehr günstige Zeit, den Fußball und alles, was dazugehört, lieben zu lernen. Und da habe ich diesen Sport tatsächlich lieben gelernt und war aber auch vorher natürlich auch schon im Stadion in Frankfurt natürlich, klar, wurde auch mitgenommen. Aber jetzt sage ich, als ich da Student war, habe ich zum ersten Mal gemerkt, das ist der Sport, wo ich mich gerne wiederfinden möchte auf Dauer, weil er viel verkörpert, was ich auch mag. Ich habe in meinen Sport studiert. Ich habe auf Diplom, das gibt es ja nicht mehr, glaube ich, ne? Auf Diplom Sport studiert. Und habe einen Job gesucht neben meinem Studium, wie man das so macht, ne? Wenn der Geldhahn von zu Hause zugedreht wird, dann muss man dann irgendwann selbst mal was machen. Und dann habe ich einen Job gesucht und dann war bei Mainz 05 eine Tür offen, beziehungsweise damals noch eine Medienproduktionsfirma, und die Spiele gefilmt hat für Jürgen Klopp, für Peter Grawitz, dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne mehr machen als nur die Spiele filmen. Dann durfte ich auch mal ein Spiel schneiden. Dann durfte ich auch archivieren. Dann durfte ich immer mehr. Und dann, ja, der Rest ist mehr oder weniger Geschichte, weil Jürgen Klopp ja dann zu Dortmund ist. Dann kam Jürgen Andersen, dann kam Jürgen Gramny. Und die haben mich dann mitgenommen auf die Reise, haben mir das immer mehr erklärt. Und
Learning by Doing, wie das halt so ist im Leben. Und ich habe mich immer, war immer neugierig, wie gesagt, über die Schulter geschaut. Und selbst wenn es irgendwann genervt hat, dass ich eine Frage gestellt habe, dann habe ich sie trotzdem gestellt. Und man muss auch sagen, dann im Training, also im Trainerteam später, war natürlich Arno Michels da schon, weil Thomas natürlich der Cheftrainer war, Thomas Tuchel, aber Arno Michels schon sehr entscheidend, der mir viel beigebracht hat, was das Spiel betrifft und immer mehr auch zugetraut hat. Ich finde das auch sehr schön bis heute, dass sie mir das zugetraut haben, sonst hätte ich das Wissen mir nicht aneignen können. Und jetzt freue ich mich, dass ich selbst das Wissen teilen kann und hoffentlich auch andere davon profitieren. Aber nicht als Lehrkraft. Was hat das mit dem Skifahren auf sich? Da habe ich ja den Skilehrerschein gemacht. Ich wollte damit nur sagen, ich bin kein Fußballlehrer. Ich bin offiziell, habe ich mal eine Tennislehrerausbildung gemacht, diesen C-Schein, genauso diesen Ski-Instructor oder was das war. Und habe das auch mal beides jeweils ausgeübt. Und es ist natürlich die Frage dann, wenn man in meinem Job ist, es gibt ja viele, die dann sagen, okay, ich mache jetzt den Trainerschein, manche machen eine Managerausbildung. Sowas gab es bei mir früher noch nicht, als ich so 2009, 2011 so diese ganzen Ausbildungen, die da mittlerweile beim DFB, DFL sind, die gab es nicht. Ich habe sie immer mit angeregt, aber ja, deswegen, dadurch, dass der Trainerschein nicht in Frage kam, ging es nur über Learning by Doing und zum Glück hatte ich sehr, sehr gute Experten und für mich persönlich die besten, die ich mir vorstellen kann, um mich herum. Vielleicht dann zum Hier und Jetzt wieder. Ja, wie schnell denken Sie, können Sie jetzt auch sofort gleich in Medias Res gehen, beziehungsweise stecken Sie schon drin? Sie hatten ja schon gesagt, Sie haben mit Robin Trost, Thomas Hennings dann jetzt auch schon viele Gespräche geführt. Ja, wie denken Sie, kommt man in diesen Arbeitsalltag jetzt rein und inwiefern kann das Trainingslager dann auch helfen? Oder vielleicht ist es ja auch schwierig jetzt, das Trainingslager dann irgendwie dann auch mit dieser Anfangszeit mehr oder weniger zu verbinden? Also, ob es schwierig ist, ich habe ja keinen Vergleich. Also das ist ja, wie gesagt, immer anders gewesen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mehr frohes neues Jahr Glückwünsche bekommen als sonst. Und da waren nicht nur Freunde dabei. Also das heißt, es ist auf jeden Fall seit 2.1. klingelt das Telefon und das ist auch gut so. Und wie gesagt, wir waren schon im regen Austausch. Es ist ja auch trotzdem so, dass egal wann man einsteigt, es gibt immer was zu tun. Und es gibt ja einen laufenden Prozess und der wurde ja auch sehr, sehr gut betreut, wie wir schon erwähnt haben. Und ich wurde eingeweiht und es geht auch weiter, dass ich, wie gesagt, weiter die Prozesse kennenlerne. Und dann kann man auch schon handeln. Und deswegen, ich gehe da weiterhin Schritt für Schritt. Und wenn eine Aufgabe anliegt, dann werde ich sie annehmen. Und ich bin bereit, das auch jetzt schon zu machen. Also das ist kein Problem, weil, wie gesagt, es ist ja keine One-Man-Show. Es gibt ja ein Team, was hier schon auch arbeitet. Und ich bin froh, dass ich da Teil von bin und dass ich da mitleiten darf. Der Trainer hat beim Trainingsauftakt am Dienstag gesagt, er geht schwer davon aus, dass der Kader sich im Laufe dieser Transferperiode ändern wird, es aber wahrscheinlich dann nur so zu kleineren Veränderungen kommen wird. Ja, wie sieht denn so Ihre Prognose aus? Was wird sich beim SCP dann in den nächsten 2,5, 3 Wochen dann in puncto Zu- und Abgänge vielleicht noch tun? Keine Prognose eigentlich, weil natürlich ich weiß seit den ganzen Jahren, dass das Transferfenster vor allem lang ist, ja, vor allem wenn man dann selbst drin ist, das ist noch ewig, gefühlt von jetzt an und deswegen ist es schwer Prognosen zu machen, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich kann keine machen. Es kann immer was passieren im Transferfenster, dafür sind Sie auch da. Wir sind auf jeden Fall bereit in alle Richtungen, aber normalerweise sind wir sehr, sehr gut aufgestellt in unserem Kader. Das haben wir in der Hinrunde schon bewiesen. Und ich hoffe, da werden wir dann ab 27.01. wieder anschließen können. Ja, Matthias Reichstein nochmal, bitte gerne. Herr Weber, ich habe nochmal eine Frage zur aktuellen Situation beim SCP. Ich glaube, 9 Punkte sind es nach unten, 8 nach oben. Wie gucken Sie denn auf die Tabelle und was sagen Sie? Eher unten erstmal safe oder Attacke? Naja, ich könnte jetzt so Floskeln, so Spiel zu Spiel und so weiter, ne? Das erspare ich Ihnen, aber... Also ich finde, dass es wichtig ist, tatsächlich irgendwie die kleinen Dinge jetzt erstmal zu drehen und dann über die Punkte zu sprechen. Also es ist noch nicht der Moment, weil auch noch die Vorbereitung ist, über die Punkte oder Tabellensituation zu sprechen, sondern wir sollten uns echt jetzt erstmal Gedanken machen, wie wir möglichst in Top-Form, mit einer super Performance im Trainingslager und in den Testspielen, dass wir uns so hinstellen können, dass wir so konkurrenzfähig sind, dass wir die ersten Spiele gewinnen können. Und ich meine, es ging ja schon so ein bisschen auf und ab, deswegen geht sehr, sehr schnell. Die zweite Liga ist auch ich finde, von außen betrachtet, das ist ja so, ich habe es ja immer auch weiter verfolgt, eine sehr spannende Liga. Und natürlich ist der Anspruch, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube,
damit habe ich die Frage durch die Blume beantwortet. Dann vielleicht eine Frage an Thomas. Thomas, der neue Manager, sagte gerade, ihr seid bereit in beide Richtungen. Gibt es denn so ein Budget vom Präsidenten, was er ausgeben darf bis Ende Januar? Ja, wie immer am Anfang des Jahres liegen die Budgets fest und wir können in jede Richtung agieren. Also wir haben jetzt keine Hemmnisse. Natürlich wachsen die Schlösser nicht auf dem Baum, das ist auch ganz klar. Wir müssen uns in unseren Budgets bedienen, aber sollte irgendetwas da sein, werden wir uns damit beschäftigen und wie in der Vergangenheit werden wir es bestmöglichst lösen. Ja, dann noch ein Blick in die Runde. Uli Hartmann noch mal gerne. Peter, gibst du das Mikrofon noch mal durch? Dankeschön. Und ich versprochen hatte gerade, das wäre meine letzte Frage gewesen an Sie. Ich habe aber tatsächlich eine allerletzte Frage an Sie, an den Präsidenten. Nun könnte man bei einem Verein wie Paderborn ja beklagen, die Trainer, die Erfolgreichen, die Sportdirektoren werden einem weggeholt. Wir wissen alle, welche Trainer hier zuletzt gearbeitet haben, die jetzt erstklassig sind. Roger Schmidt, André Breitenreiter, Steffen Baumgart. Ist klar, aber zum Thema Klagen, ich könnte mir vorstellen, es hilft eigentlich sogar, wenn Leute in der näheren oder auch großen, weiten Fußballwelt sehen, was Trainer und Sportdirektoren, die vorher nicht so im Rampenlicht standen, in Paderborn bewirkt haben, dass das auch helfen kann, junge Leute davon oder Trainer oder auch Sportdirektoren zu überzeugen, nach Paderborn zu kommen, weil sie ja gesagt haben, Paderborn muss man wollen, so als müsste man sich da die Zunge fusselig reden, aber so schlimm ist es, glaube ich, gar nicht. Nein, im Gegenteil, das ist ja auch nicht damit gemeint, aber gemäß unserer DNA sind wir ja ein Ausbildungsverein in jeglichem Bereich. Natürlich ist es unser mittelfristiges Ziel, auch mal an gewissen Stellen Nein zu sagen, aber an dem Standpunkt sind wir noch nicht. Da gilt es noch, sich zu entwickeln. Und deswegen bleiben wir unserer Linie erst einmal treu, muss man mal ganz klar sagen. Aber wie heißt das schöne Sprichwort? Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Und genau danach verfahren wir. Und wir wollen uns ja stetig verbessern und weiterentwickeln. Und deswegen suchen wir auch nach Personen, die uns dabei helfen. Und wir glauben, dass wir mit Benjamin Weber wieder eine Person gefunden haben, die uns wieder ein Stück weiter hilft. Also keine Hemmung mehr, Hartmann. Wenn Sie noch was haben, Sie haben den weiten Weg von Düsseldorf auf sich genommen. Bitte, jetzt ist die Gelegenheit. Aber Frage in die Runde, gibt es noch Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Diese Pressekonferenz wird im Anschluss an ja auch auf unseren sozialen Netzwerken übertragen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit gerne. Wir beide haben uns nicht abgesprochen, nur darüber gesprochen. Falls jemand in Paderborn und Umgebung ein Haus zu vermieten hat, möge er sich doch gerne direkt bei uns melden. Ein Abnehmer steht dafür bereit. Und günstig noch. Ja. Hört sich fast so an wie der Schützenfest in Weber. Aber das lassen wir jetzt. Herzlichen Dank für die engagierte Mitwirkung an der Pressekonferenz, für die vielen Fragen. Es war sehr kurzweilig. Wir bedanken uns, Benny, wir wünschen dir und uns allen eine wunderbare Zusammenarbeit und einen guten Start hier in Paderborn. Vielen Dank. Danke.